So, ich guck noch mal kurz draußen, wer hier noch rumspringt. Wir fangen einfach mal an. So, hallihallo. Willkommen beim ersten Neos Barcamp hier in Dresden. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz entspannte kleine Runde. Genau, vielleicht kommen noch ein paar Leute, sind noch nicht ganz alle da, aber ja, wir sind ja schon ein bisschen verspätet, insofern starten wir einfach mal. Genau, vielleicht mal die Frage vorab, wer war denn schon mal auf einem Barcamp? Schon mal ein paar, okay. Also genau, das Grundprinzip ist, wir wollen voneinander lernen, wir wollen miteinander lernen, wir wollen uns gegenseitig ein bisschen austauschen über Neos oder auch über Themen, die uns als Softwareentwickler, EntwicklerInnen beschäftigen. Und die Idee ist, dass wir das ein bisschen interaktiv machen, also sprich, dass wir zusammen Themen sammeln. Also wenn ihr Themen mitgebracht habt oder auch wenn ihr Themenwünsche habt, dann äußert die und dann gucken wir, puzzeln wir das sozusagen zusammen. Genau, das heißt, wir starten jetzt mit der Sessionplanung und dann würden wir anfangen mit den Sessions. Genau, wir haben geplant, dass wir heute Mittagessen, ganz unten ist eine Cafeteria, die ist ganz gut, da gehen wir so 12.30 Uhr hin ungefähr. Dann schauen wir, dass wir so gegen 17 Uhr, denke ich, ungefähr Richtung Socializing aufbrechen. Also aufbrechen ist in dem Fall auf die andere Seite der Wand, das ist nie weit, das ist ganz entspannt. Und genau, ist mit Open End, also wer Lust hat, kann gerne lange bleiben. Wir können dann auch noch runter in unser Büro gehen im Zweifelsfall, also ganz entspannte Runde. Und genau, ich freue mich, dass ihr alle da seid und genau, Kaffee und Getränke und so habt ihr ja schon gefunden. Wenn ihr noch mal auf das stille Örtchen wollt, das ist hier rechts hinten um die Ecke. Genau, also ja, was man so braucht. Genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal ein bisschen Themen sammeln. Ich würde dazu mal hinter an meinen Rechner gehen, weil da kann ich die gleich ein bisschen aufschreiben. Oder ich hole meinen Rechner vor, ist wahrscheinlich noch einfacher. Und dann, genau, können wir mal zusammen ein bisschen puzzeln. So, jetzt gucken wir mal, das jetzt hier erscheint. Ja, so, müsste es auch gleich hier erscheinen. Falscher. Hallo YouTube, genau, also alle, die jetzt zugucken. Hallo John, hallo Kathleen und schön, dass ihr auch mit dabei seid. So, hallihallo, cool, schön, dass ihr da seid. Chris, du müsstest nochmal umstellen auf meinen Rechner hier, ne? Und genau, und dann würde ich sagen, können wir schon mal ein bisschen anfangen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitgebracht. Ist nichts da? Ach. Das ist jetzt genau das, was wir, glaube ich, den Weg, den wir noch nie getestet haben. Das ist jetzt ein Murphy. warte mal, der geht. Das Problem ist von. Jetzt sind wir gar nichts mehr. Okay. Gut, und zwar gehe ich nochmal hinter und dann müssen wir das gleich noch fixen hier. Denn das ist, glaube ich, der Teil, den wir jetzt nie getestet haben. Ha. Ist interessant, dass dieser Bildschirm noch kommt, weil mein Rechner hängt ja gar nicht mehr dran. Gut, dann gehe ich hinter, dann machen wir das gut. Und genau, dann würde ich vielleicht den Tobias kurz bitten, nochmal das Dinge zu sagen. Was hat er euch denn schon verraten? Noch nichts? Sessionplanung kommt jetzt. Das ist schön. So schnell geht das, Anke, ne? Du wolltest mich eigentlich unterstützen. Jetzt, genau, ich bin ja alles drauf. Genau, das ist die Sessionplanung für das Konferenzbüro. Wir haben geplant so eine halbe Stunde ungefähr pro Thema, aber das ist natürlich ein bisschen flexibel.
Genau, die Idee ist, das ist ja ein Barcamp. Das heißt, ihr könnt auf der einen Seite Themen reinwerfen, die ihr euch wünscht. Und das ist ein Draw.io, damit wir das jetzt gemeinsam erstellen können. Also wenn ihr sagt, ich habe was mitgebracht, was ich gerne zeigen würde, dann wäre das ein Session-Vorschlag, den könnt ihr gerne reinwerfen. Oder wenn ihr sagt, hey, ich habe einen Wunsch, mal was zu sehen, lasst uns darüber sprechen. Kontext, wir hatten ja die Woche hier auch Neos Sprint, das heißt, es sind ganz viele Leute vom Core-Team da, die auch sehr eingedacht sind in Neos neuen Themen, wenn euch da Sachen interessieren. Hebt mal die Hand, wer beim Sprint vor allem mit Neos 90 beschäftigt hat. Ja, 6, 7, 8 Leute. Und wir nähern uns, ich habe Rumoren gehört, Release Candidate, mach mal noch nicht, noch eine Beta, also es wird ernster. Es lohnt sich, sich langsam mit Neos 9 zu beschäftigen. So. Hat jemand was mitgebracht, was ihr gerne besprechen wollt heute? Ich gebe dir gerne das Mikro. Micha. Ja. Servus. Ja, ich hätte zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen ein Wunsch nach Austausch zum Thema KI-Tools für Programmierung. Also über Copilot hinaus gibt es ja noch V0 und Cursor und alle möglichen anderen tollen KI-Tools. Da würde mich halt interessieren, was nutzt ihr so? Was habt ihr für Erfahrungen damit gesammelt? Für welchen Teil der Anwendung, die ihr baut, nutzt ihr das? Also nur für Frontend oder für komplett? Ja, also einfach so, ich habe da jetzt nicht vorbereitet zu dem Thema, sondern einfach so ein bisschen tatsächlich als Austauschformat, Diskussion, dass vielleicht jeder mal kurz sagt, okay, ich nutze halt ja, dieses und jenes Tool und bin damit so oder so zufrieden. Das wäre das eine. Wäre da Interesse da bei euch? Genau, mal kurz Handzeichen, würde ich sagen. Ja, also mal kurz bloß, wer da sagt, das Thema wäre erstmal okay. Ja. Weil wenn jetzt sich gar keiner meldet, brauchen wir es halt nicht aufnehmen. Ne? Genau, und dann, wir haben schon was vorbereitet. Gestern war der KI-Dev-Austausch bei Queo und wir haben eine kleine Neos-Extension gebaut, die ja, KI-Tools ins Neos-Backend integriert. Wir haben das mal Cobot getauft, den wird man mal vorstellen. Das ist auch so Prä-Beta-Phase. Ja, einfach auch mal so als Austauschwunsch, wie sind wir da hingekommen, also was gab es so für Kundenwünsche? Und was haben wir da für Möglichkeiten reingebaut? Wir haben da keine eigenen Modelle gemacht oder so, sondern nur Tools integriert. Aber wie gesagt, wir würden es euch mal zeigen. Und ja, könnt ihr mal sagen, ihr seid ja auch noch ein bisschen tiefer drin, die meisten zumindest. Neos und Backend und so und Usability, da bin ich Interesse, ja, hätte ich Interesse an Feedback einfach. Ja, genau. Cool. Genau, wer hat da Interesse? Okay, cool. Achso, ja, kannst du auch. Kann man noch? Dann haben wir eins hier vorne und eins zum in die Menge werfen. War das eine Meldung, dich interessiert das Thema? Du hast ein neues? Das war eine Meldung dazu. Aha. Andere Themen, Vorschläge, Wünsche? Bernhard und ich würden euch gerne was zeigen, was wir bei Sidegeist gebaut haben. Das erzeugt für Flow, also da, Open-API-Schnittstellen. Direkt aus PHP Value Objects und schreibt euch auch die Doku dazu. Also in Maschinen- und Menschenlesbar. Genau. Und wir finden es einerseits ganz schick und würden euch das gerne präsentieren, aber wir hätten auch durchaus Interesse an einer Diskussion, wie man das weiterentwickeln kann. Weil wir haben einiges erreicht und haben dann einen sehr schönen Stand, den wir auch aktiv nutzen, aber besser geht immer. Hat das auch schon einen schönen Namen? Scheme on you. Dankeschön. Ich krieg das ja, das ist völlig egal. Alle Mikros. Noch jemand was mitgebracht? Mark Henry. Ich bin noch nicht so ganz sicher, aber vielleicht kann mir ja Bernhard auch ein bisschen helfen dabei, also was die PHP-Integration angeht. Und zwar wäre das Thema Beyond Fusion, Fragezeichen, alternative Ideen wie die Component Engine. Da hat Wilhelm eine Kleinigkeit gebaut oder ist dabei und ich habe da auch ein bisschen was gemacht. Und Bernhard würde davon profitieren in seinem Starship. Ja, mal gucken. Dankeschön. Du hast auch was mitgebracht. Genau, wir haben jetzt
bei uns schon die ersten Projekte auf Neos 9 tatsächlich live. Und falls da Interesse besteht, kann ich da ein bisschen Einblick drin geben, was es da so zu tun gibt, wie das so abläuft und genau, einfach mal so ein bisschen reingucken in so ein Projekt. Und ein bisschen getrennt davon hätte ich sogar noch was Zweites, und zwar das gerade schon genannte Raumschiff. Da hatte ich ja schon 2019, glaube ich, mal auf der NeosCon vorgestellt. Das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Damals war das halt ein Talk, ist halt ganz nett. Hätte ich auch dabei, kann man auch gerne mal reingucken. Ist übrigens auch schon auf Neos 9. Und benutzt auch schon Beyond Fuel. Ein Taschenraumschiff. Taschenraumschiff. Okay. Es läuft auch auf dem Raspberry, wenn man mag, ja. Die Enterprise auf dem Raspberry Pi. Okay, cool. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich so viel beitragen kann, aber mich würde interessieren, was ist zwischendurch beim Rebranding geschehen und hat irgendjemand Lust, sich mit der Thematik zu beschäftigen, der hier ist, und könnte zumindest sozusagen den Stand vor der NeosCon ein bisschen zeigen, wo wir aufgehört haben, weil ich weiß nicht, ob zwischendurch noch viel gelaufen ist, und wäre interessiert, dass wir so updaten, wo stehen wir, was wollen wir vielleicht machen, was vielleicht auch nicht. Ja, lass mich mal. War jemand von den Sprinties involviert? Der John und Co. Und Laura, aber Laura ist, glaube ich, heute nicht hier. Ja. Und John war remote, also insofern. Also es ist was passiert. Ja. Die sind aber nicht hier. Aber ja, schönes Thema, das wollen wir auf jeden Fall weiter pushen. Was? Jo, ups, aus der Streber ersten Reihe. Ich hätte noch ein Thema, was nicht NEOS-spezifisch ist, und könnte ein bisschen was zu hexagonaler Architektur erzählen, wenn es auf Interesse stößt. Hexagonale Architektur. Ports und Adapters kennen, unter dem Begriff kennen es auch einige. Ich habe einen Vortrag vorbereitet. Wir haben eine Laravel-Anwendung gebaut, die mit NEOS kommuniziert über REST-API. Sehr cool. Das ist ja schon eine ganze Menge. Sind auch Nicht-Entwickler hier? Okay. Also ich würde mich gerne mal unterhalten über das Thema NEOS Usability. Wo geht es im Backend hin? Was ist so Feedback von Redakteuren, wo viel Schmerz ist, wie können wir das weiter verbessern? Interesse? Micha? Weitere Wünsche, Angebote? Ich glaube, das sieht doch schon ziemlich gut aus, ehrlich gesagt, wenn ich mir so angucke, wie, also schon ziemlich voll hier, jetzt mal so ganz vom ersten Feeling. Wir können auch einfach mal puzzeln und gucken, wie weit wir damit kommen. Wie spät haben wir es? Sind wir sogar fast wieder on time hier. Gibt es irgendwelche, also ich würde jetzt irgendwie eine Reihenfolge festlegen, oder gibt es irgendwelche Wünsche, was zuerst oder später sein soll? Habt ihr irgendwelche? Sonst würde ich mal vorschlagen, zum Einstieg die von Martin und Bernhard das generierte Schnittstellen aus PHP. Dann vielleicht mal das KI-Thema. Was haltet ihr davon? Das passt nicht ganz zu dem, was du mit deinem KI-Austausch wolltest. Nee, Austausch war der andere. Ne? Das war das zweite. Ne? Der Austausch ist das hier.
Aber ich habe gedacht, zum Einstieg erstmal sozusagen den Vorstellungen, was ihr gemacht habt, und dann kann man, das ist eigentlich ganz cool, dann wird es sich wahrscheinlich auch anbieten, dass wir direkt danach anfangen, darüber zu reden, weil dann sind wir alle ein bisschen im Thema sozusagen. So, genau. Irgendwann sollten wir auch mal wahrscheinlich nochmal eine Pause machen, weil sonst ist hier... Ich hätte gesagt, nach zwei Sessions eine Pause. Das ist vielleicht. Dann, genau, würde ich auch sagen, schieben wir das ein Stückchen mal nach hinten. Ja. Mark Henry. Zur Reihenfolge, weil das Raumschiff quasi mit der Architektur auf das Beyond Fusion-Thema quasi dann raufleitet, könnte das also hintereinander. Also so rum quasi. Genau. Okay. Ja. Mhm. Gibt es jemanden, der hier ein Thema hat, der früh weg muss? Was war quasi. Ja. Also ich muss so 17:15 los, eine Viertelstunde vor Ende. Insofern dürfte das kein Problem sein, aber vielleicht sollte ich nicht den allerletzten Slot nehmen. Ja, gut. Ich hätte vorgeschlagen, vielleicht das Raumschiff-Thema ist vielleicht ganz cool nach dem Mittagessen. Das ist, glaube ich, ganz spannend und unterhaltsam. Das ist ein guter Start wieder. Genau. Das Raumschiff ist ja auch NEOS 9. Ja. In dem Kontext. Das Laravel und... Ich puzzle jetzt einfach mal hier irgendwie ein bisschen. Ich glaube, Rebranding ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil wir gerade niemanden jetzt hier haben, der jetzt live was zeigen kann, soweit ich weiß. Oder wollen wir das in irgendeiner Form besprechen oder... John Remote, meinst du? Ich würde gucken, ob wir nicht mit John uns mal verknüppern können, Nino. Das macht ja total Sinn. Ja, okay. Gut, das heißt, dann gucken wir mal, ob wir John irgendwie einfliegen können, hier remote sozusagen, für irgendeinen Zeitslot. Ich würde das mal probieren, wenn er jetzt, also wir können das mal gucken, das kann sich zeitlich nochmal ein bisschen ändern, aber wir versuchen einfach mal das, würde ich sagen. So, ach so, genau, produktives NEOS 9 Projekt, das ist ja auch von dir, Bernhard. Ja, die Usability-Diskussion meinst du? Ja, genau. No. Sieht doch schon mal nach einem guten Ding aus. Hallihallo. Das ist dein Gefühl. Ja, die Hälfte. Der ist brainlastig oder der? Ja. Was ist lastig? Sorry. Zu. Mark Henry hat das Gefühl, er muss nachmittags ganz viel nachdenken. Ach so, Nachmittag muss er nachdenken. Okay, alles klar. NEOS 9 Fokus. Hallo. Gut, hallo. Gut. Ja, genau, also wir müssen mal gucken. Ich würde auch jetzt einfach mal gucken. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, gucken mal, wie es sich so anlässt und dann gucken wir mal, wie es so vom Ablauf her funktioniert und genau, ja. Gut, dann... Wie ist denn gedacht? Machen wir hier oder verteilen wir uns? Oder? Nee, also ich hätte jetzt schon gesagt, eher Single-Track, also eher alle jetzt beieinander sozusagen, genau, ne? Und also ich hätte es schon vorgeschlagen, dass wir jetzt, ich schiebe es mal ein bisschen zusammen, dass wir es ein bisschen besser sehen können. Sebastian, hier gibt es noch eine Wortmeldung. Ja. Ich hatte gerade mit Bastian geschnackt, ob wir das, weil Beyond Fusion hexagonale Architektur und dann Produktivis 9, NEOS 9, das ist halt schon sehr viel hintereinander, ob wir nicht hexagonale Architektur mit Laravel am Vortag, also vor Mittag, dann ist das weniger nur NEOS Core, sondern auch so ein bisschen was aufleichterendes vielleicht. Ja, finde ich super. Genau, und ich hätte vielleicht auch noch so ein optionales Thema. Ich könnte mir vorstellen, also ich würde gerne mal so ein bisschen über die NEOS-Konferenz und unsere Events im Ökosystem reden. Also, um einfach ein bisschen das weiterzuentwickeln. Das wäre aber auch aus meiner Sicht so ein Bonusthema. Also, das können wir auch gerne natürlich am Abend machen oder im Socializing-Bereich danach sozusagen. Also, das wäre genau noch eine Option. Gut, dann würde ich sagen. Fällt mir gerade ein organisatorisches Thema ein. Ich weiß nicht, ob du es vor uns schon gesagt hattest, Sebastian. Wer WLAN möchte hier?
Stimmt. Auch jemand WLAN. Es gibt das BIOS-Konferenz, das ist das WLAN und das Passwort ist Fifth Floor mit 5 der Ziffer vorne. Fifth Floor. Genau, zusammen ohne Bindestrich, einfach alles nur hintereinander weg. Klein. Fifth Floor. Müssen wir dann noch aus dem Recording auspiepsen, sonst kriegen hier alle. Bis gleich. Okay, dann würde ich sagen, dann holt euch alle nochmal im Saal einen kurzen Kaffee. Wir würden nochmal kurz hier gucken, dass wir vorne die Kabelverbindung hier gefixt kriegen. Da ist ja noch irgendein kleines Problem und dann können wir starten. Dann bis gleich. 9.45 Uhr? Ja, 9.45 Uhr klingt nach dem Plan. Gut. Bis gleich. Und jetzt brauchen wir noch Pausenmusik.